Das wusste ich nicht. Ach, du bist extra hierher gekommen. Falscher Gerücht. Ja? Ja. Ich bin Getty aus der DDR. Ja? Und was wollen Sie mich fragen, bitteschön? Willst du mir entfallen? Sie können gerne von mir einen Live-LP bekommen, Stinker oder... Sei nicht so kamerascheu. Möchtest du ein Interview machen? Nein, danke. Warum denn? Kein Interesse. Furchtbar. Mann, was haben Sie zu sagen? Nichts. Überhaupt nichts. Ja, über was? Über was? Über was, bitte? Ich kann auch entfangen. Ich kann dazu nichts sagen. Bitte kann ich weiter rein, das ist keine Nachtbar. Bitte? Was soll das jetzt gemeint sein? Ernst, die, du hast gefragt. Was geht's dann? Es war ein Gerücht aus, es war eine Verkehrsanstalt. Was ganz Wesentliches zu sagen, bitte? Ba, ba, ba. Das war toll, war das? Du musst dich doch nicht so verstecken. Warum? Na, Ede, und wie geht's dir? Mir geht's gut, Alarmt. Ich hab gehört, du wärst jetzt der erste Vorsitzende beim Arbeitssportverein. Kommt demnächst, ja. Ja, also meine Jungskarriere. Meine EP bekommst du später. Haben wir den ersten Kellner des Harddruck-Cafés. Schönen guten Abend. Sie möchten noch ein Wort zu Ihren Gästen sagen. Bitte sagen Sie mal was. Ja, teilweise sind hier einige Asker, ja? Also nicht zu sagen, solche Leute, die jetzt meinen, sie kommen hier rein, der Mann hat das letzte Mal auf und nun saufen wir mal Freibier, so auf die Tour. Sind da heute Leute hier, das finde ich eigentlich nicht so gut, obwohl ich freue mich sehr darüber, dass einige Stammgäste wieder hier sind, zum Beispiel hier ist er. Oder Max, ja. Max Fitzmark und Eddie Schade. Ja. Kriegsverletzung? Wie ist das passiert? Er meint Volleyball, naja. Was soll ich denn sagen? Junger Mann, wie fühlen Sie sich jetzt, gerade in diesem Moment? Ich bin high. Ich bin high. Ein Wort an Ihre Gäste, bitte. Es hat mich sehr gefreut, meine Damen und Herren. Was ein Glück, da ich euch nämlich sehe. Ja, warum sind Sie so schüchtern geworden? Hey. Spaß. Und Sie? Was dann? Ich weiß noch, was das hier geht. Was ist denn los? Schönen guten Abend. Guten Abend. Ich warte auf Fragen, Herr Statist. Ich bin doch kein Statist, ich bin doch... Ja, ja. Nach Lotten gesagt, was für eine Grundeinstellung haben Sie? Gegen das Lottenberger, gegen Stadtbau. Ich bin gegen alles. Stehen Sie auf dem Boden des Grundgesetzes? Oh ja, mit beiden Beinen. Meine Herrschaften, Sie sind doch sonst immer so schüchtern. Nee, schon schlecht. Schlecht genug. Ich bin vom ZDF hierher gekommen und tut sich hier, sei eine lasche tote Hosen seid ihr. Besonders der Hansee. Ja, fürs ZDF gebe ich keinen Kommentar, aber ARD vielleicht. Aber schließlich Herr Rosenthal. Ach, Herr Rosenthal sind Sie, ja, gestatten, ja, Kanzler Helmut Schmidt. Ne? Wir beraten gerade, wer der Nachfolger von unserem Wirtschaftsminister oder von Graf Lambsdorff wird. Ne? Und, Sie etwa? Ich als Wirtschafts- und Forstminister werde mich der Meinung enthalten.